So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch nach einem krassen Lauf zu diesem Video, über den ich berichten möchte. Es geht nämlich darum, ich wollte gucken, wie lange ich brauche, um 5 Kilometer wirklich Speed zu laufen. Wirklich Speed. Es gibt da so bei Joggern diese Kennziffer, sage ich jetzt mal, 5 Kilometer unter 20 Minuten. Und ich wollte gucken, ob ich das auch schaffen kann. Ich sag's direkt. Ich habe es nicht gepackt. Wir gucken uns als erstmal meine Pace an. Ich habe im Durchschnitt eine Pace von 4,14 gehabt. Kilometer 1, 4,13. Also zum Rechnen. 5 Kilometer auf 4 Minuten würde genau 20 Minuten ausmachen. Das heißt, man müsste jeden Kilometer wirklich unter 4 Minuten laufen. Das ist echt heftig schnell. Das habe ich so krass nicht erwartet. Ich dachte mir schon, das wird heftig. Aber so krass, das war anders als gedacht. Wie gesagt, 4,13, 4,17, 4,11, 4,17 und dann nochmal eine 4,14. Gesamtzeit ist dementsprechend 21 Minuten 20 Sekunden und ich muss ehrlich sagen, also ich war nicht kurz vorm Übergeben, aber es war heftig. Es war wirklich heftig, die Beine waren richtig schlaff. Ich dachte mir, als ich gelaufen bin, wie ich euch das am besten erkläre, stellt euch vor, ihr habt gerade Sex gehabt und danach sagt die Frau, komm, direkt nochmal. Das fällt dem Mann dann halt ein bisschen schwer. So, und genau so haben sich meine Beine angefühlt. Es war so schlabberig und alles. Also das war wirklich nicht schön und hat keinen Spaß gemacht. Das war wirklich Belastungsgrenze. Natürlich gibt es zahlreiche Leute hier auch bei YouTube, einige Blogger und Läufer und alles drüben und dran, Turnschuhheizer, Grüße gehen raus, die machen das. Und der Typ ist sogar eine 3, ich weiß nicht mehr ganz genau, 3,30er Pace auf 10 Kilometer gelaufen. Der ist ein paar Jahre jünger als ich, okay. Vielleicht liegt es auch daran, ich bin jetzt nur mal 37 Jahre alt. Meine körperliche Verfassung ist halt nicht mehr wie in den 20er Jahren, ganz klar nicht. Hätte ich mal damals mit dem Joggen besser angefangen, da wäre auch mal aus mir noch was Schnelleres geworden. Jetzt, das schafft man meiner Meinung nach nicht mehr. Und nichtsdestotrotz, ich mache das ja für mich, einfach um auch zu gucken, was ich erreichen kann, was ich auf die Straße einfach auch bringe. Aber das heute war halt schon heftig. Zurück bin ich dann erstmal so einen halben Kilometer noch ganz gemütlich gegangen und dann die restlichen 2,5 Kilometer ganz einfache Pace mit 5,30 oder sowas noch wirklich ganz gemütlich zurückgejoggt. Ja, ich wollte euch darüber in Kenntnis setzen. 21er auf 5 Kilometer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was habt ihr für eine Bestzeit auf 5 Kilometern? Und wenn man jetzt überlegt, wie könnte ich es, ich weiß noch nicht, ob ich es machen möchte. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, wie es mit meinem Knie weitergeht. Ob das jetzt hier nach diesem Hardcore-schnellen Lauf mehr belastet ist als bei meinen gemütlicheren Jogginggängen. Ich habe ja vor ein paar Monaten gesagt, jetzt wo ich wieder ein bisschen anfange, dass ich gar nicht darauf aus bin, jetzt super schnell zu laufen. Aber wenn man so drin ist, ich wollte raus heute einfach so aus meiner Wohlfühlzone. Meine Wohlfühlzone ist einfach so im 5er Pace-Bereich, plus minus mal eine 4,55, mal eine 5,10 oder sowas in dem Dreh, bei meinen 8 bis 12 Kilometern ganz grob. Und da wollte ich heute raus. Das war ich definitiv, so krass wie noch nie eigentlich. Das war wirklich ganz, ganz heftig. Aber es hat auch gut getan. Und dementsprechend, die Überlegung ist halt, wie kann man es erreichen, um jetzt diese Pace deutlich zu verbessern auf diese 5 Kilometer. Und das geht halt zum Beispiel über Intervalltraining. Man läuft halt ein bisschen und dann macht man mal ein paar kleinere Sprints mit rein, damit der Körper auch da rauskommt aus der Wohlfühlzone. Weil so bin ich ja die ganze Zeit in diesem selben Trott drin. Wenn du dann aber so läufst, zack, 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 ne, solche Steigerungen da drin hast, dann muss der Körper sich einfach anders darauf einstellen und hat nicht immer diesen gleichen Tonus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten. Danke und ciao.